Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder ein Was darf mit in meinen Urlaub Video. So wie letztes Jahr vor meinem Sommerurlaub habe ich auch dieses Mal mir gedacht, ich zeige euch mal, was ich mit in den Urlaub nehme. Und wenn euch interessiert, was in meinen zwei, ja, es sind diesmal nur zwei Taschen drin ist, dann bleibt sehr gerne dran. Eigentlich war ja Urlaub dieses Jahr gar nicht geplant. Hier, Tochter wird eingeschult, lange Zeit zum Überbrücken, was Urlaub angeht. Jetzt hat es dann aber leider, jetzt hat es Gott sei Dank dann doch geklappt, dass wir eine Woche wegfahren können. Und zwar, wir gehen campen. Wir leihen uns das Wohnmobil von meinen Schwiegerleuten aus und fahren eine Woche auf einen Campingplatz in Franken. Das ist nicht weit von uns weg, nur 1,5 Stunden Fahrt. Mit Wohnmobil wahrscheinlich eher 2,5 Stunden Fahrt. Das ist so ein 8-Meter-Schiff, ziemlich alt schon, aber ist egal. Hauptsache Camping und weg. Und ich habe mich diesmal wirklich sehr zurückgehalten, was den Inhalt dieser beiden Taschen angeht. 2 Wochen Dänemark ist natürlich eine andere Hausnummer. Eine Woche Camping oder ja, mit dem Wohnmobil ist es ja fast schon Glamping. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ganz möchte ich aber nicht auf Pflege und dergleichen verzichten. Deswegen habe ich 2 Täschlein gepackt. Ich habe eine Tasche, sie ist sehr schwer mit, ich glaube, Haar- und Körperpflege. Und eine Tasche mit Gesichtspflege. Ich bin sehr froh, dass ich diese schöne Glossybox-Tasche hier habe aus den letzten Monaten. Das war ja hier die Summer Edition Monatsbox, Monatstasche. Ihr wisst, was ich meine. Und genau, wir fangen einfach mal an mit meiner schönen Pink Box Ready Set Glow Tasche von der Limited Edition. Und ich mache die auf und zeige euch mal, was ich denn so alles mitnehme. Genau, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr auf den Urlaub. Wie gesagt, war eigentlich nicht geplant, war so eine Kurzschlussreaktion meinerseits, hat meinen Mann überredet und Tochter freut sich und jetzt sind wir sehr gespannt, bald geht's los. Wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich schon unterwegs, mal schauen. Wir fangen mal an zum Thema Haare. Ich habe ganz unelegant Shampoo und Spülung von unterschiedlichen Marken eingepackt, weil ich die noch im Backup habe und ich dachte mir, jetzt nehme ich die einfach mit. Ich habe einmal von Kur oder Kür, ich weiß es gar nicht genau, das Anti-Schuppen-Shampoo Citrus, das ja, wie man sieht, sehr einen auf Head and Shoulders macht. Ich hoffe, es funktioniert genauso gut. Es duftet sehr angenehm und frisch. Ich habe es noch nie benutzt und ich teste es einfach mal aus. Und dazu benutze ich von Glisskur Hair Repair die Nutri Balance Repair Spülung. Die habe ich aus dem Trashy rausgeholt. Die ist für geschwächtes Haar. Soll perfekte Kämmbarkeit und geschmeidiges Haar bringen. Und die duftet auch richtig, richtig lecker. Oh, die freue ich mich schon sehr. Ich liebe Camping. Ja, mag man vielleicht von mir nicht unbedingt meinen, dass ich Camping verrückt bin. Aber ich liebe dieses spezielle Gefühl beim Campen. Dieses, ja, der Geruch und dieses mit der Waschschüssel abends Geschirr spülen, gehen am Waschhaus, lauter solche Sachen. Das finde ich irgendwie total toll. Deswegen, ich freue mich sehr. So, dann habe ich mir noch von Haarliebe bei Domino Kati das Kopfhautpeeling eingepackt. Das hatten wir auch letztens in der Box drin. Ich glaube Pinkbox, ich weiß nicht genau. Der Saubermacher für eine gesunde Kopfhaut. Ja, 100% vegan, ohne Silikone und eine recycelte Flasche. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein AHA-Peeling für die Kopfhaut. Die wird schonend, aber intensiv von Rückständen, Schuppen und überschüssigem Talg befreit. Ohne störende Körnchen. Also es ist eine reine flüssig... Ein reines Flüssigpeeling für den Kopf und ich teste es sehr gerne mal aus. Ich nutze ja Urlaube, von denen ich ja eigentlich nur einmal im Jahr einen mache. Wenn ich Glück habe, nutze ich sehr gerne immer, um meine neuen Produkte aus meinem Backup auszuprobieren. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein paar neue Produkte einzupacken. Ich habe hier als Haarmaske einmal, die ist vom Action. Das war so eine Doppelmaske. Da war eigentlich noch so ein Turban dabei. Den habe ich aber schon als als Duschhaube zweckentfremdet. Deswegen habe ich jetzt nur noch hier die Kur, die Maske. Das ist eine Softening Hair Mask, angereichert mit weichmachenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen. Extra für trockenes Haar, angereichert mit Lotusblütenextrakt. Und ja, ich bin gespannt, was die kann. Ich probiere die sehr gerne aus. Und dann habe ich als zweite Haarkur noch eine von Jean und Len eingepackt. Und zwar die Keratin-Mandel, glanzvoll und vegan. Die kenne ich schon, die fand ich nicht schlecht. Die habe ich, glaube ich, als Goodie auch aus dem Trashy rausgeholt. Und
ja, es ist doof, diese Einmalverpackungen, aber fürs Camping ist es halt doch platzsparend und praktisch. Und deswegen die beiden, die dürfen mit. So, ich gucke mal schnell, ob ich noch was für die Haare habe. Ich glaube, das war's zum Thema Haare schon. Reicht ja auch völlig aus. Dann gehen wir weiter zum Thema Körperpflege. Was habe ich denn hier? Ich habe von Rituals mir eingepackt das Pearlescent Body Scrub mit dem Sakura-Duft. Es ist eine kleine Tube und ja, so eine große Dose. So ist immer ein bisschen unpraktisch dann. Ich meine, im Wohnmobil hat man auch nicht unbegrenzt Platz. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt diese hier mit. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die habe ich mir in meine Build Your Own Box gelegt gehabt von Goodie Box letztens. Und deswegen darf die gleich mal zur Anwendung kommen. Duschgel habe ich eins eingepackt. Ja, reicht ja auch, ne? Da brauche ich zwei. Was habe ich, oder? Habe ich? Ja, genau. Ich habe eingepackt von Now Bay. Das habe ich letztens auch erwähnt. Das hatte ich ja aus dieser Summer Box von Goodie Box rausgeholt, aus der Lucky One. Und das hier ist meins, mein älteres. Ich habe ja gesagt, ich will es dann gerne ausprobieren. Deswegen nutze ich den Urlaub, um es mitzunehmen. Wir haben das Granatapfel-Duschgel. Das soll revitalisierend sein, reinigend und feuchtigkeitsspendend. Hat einen sehr angenehmen, leichten Duft und ich bin wirklich sehr gespannt, es auszutesten. Da komme ich dann natürlich auch wieder gut dazu. Hier daheim greife ich irgendwie immer zuerst zu anderen Produkten, bevor ich das hier gegriffen habe. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme das jetzt mit. Ich probiere das jetzt endlich aus. Ich habe es ja jetzt schon lang genug und jetzt habe ich es auch zweimal da. Und vielleicht ist es ja wirklich total Bombe und ich bin mega begeistert. Genau, das ist mein Duschgel. So, Körperpflege nach dem Duschen. Da habe ich jetzt von Hugo Boss die parfümierte Hand- und Bodylotion mit der Duftrichtung Alive eingepackt. Die ist nur noch halb voll oder so. Dann dachte ich mir, komm, dann kann ich die jetzt aufbrauchen im Urlaub. Die riecht mega schön. Die pflegt wunderbar. Der Duft ist ganz, ganz toll. Also ich lieb's. Hab mir das so ein bisschen aufgespart für besondere Anlässe. Aber jetzt, ja, Urlaub ist für mich ein besonderer Anlass. Deswegen darf die gerne mit. Und zum Austesten habe ich mir einen Preiskracher eingepackt. Und zwar von Avant, das Glycolic Acid Vivifying and Firming Body Treatment. Genau, also das soll straffend sein und mit Glykolsäure. Soll das ein bisschen erneuernd sein. Eine Bodylotion in 50 ml. Bin ich auch gespannt drauf. Habe ich so auch noch nicht ausprobiert. Und dann dachte ich mir, komm, ja, eincremen ist sowieso immer wichtig. Und wir haben da einen Badesee am Campingplatz. Da werde ich höchstwahrscheinlich so oder so jeden Tag duschen müssen. Wenn die Hitze so bleibt, dann muss ich sowieso jeden Tag duschen. Vielleicht sogar zweimal, keine Ahnung. Und deswegen immer schön eincremen. Deswegen habe ich mir halt zwei kleine Bodylotions mit eingepackt. Und zum Aufbrauchen habe ich mir noch das Huy Prodigieuse von NYX eingepackt. Ich liebe dieses Öl. Ich habe das ist das normale, das Classic sozusagen. Und ich habe noch das in der gleichen Größe mit dem Florale. Und das ist noch geiler. Aber der Duft ist so, so schön. Und das ist das einzige Öl, das ich auf meinem Körper haben möchte. Weil es ein Trockenöl ist. Also in den Haaren vertrage ich es überhaupt nicht. Meine Haare mögen kein Öl. Oder ich trage es falsch auf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Trockenöl für den Körper. Das ist der absolute Burner. Es duftet so schön. Es pflegt und es zieht richtig schnell weg. Ich liebe es deswegen. Das ist jetzt vielleicht noch eine Benutzung. Eine großzügige Ganzkörperbenutzung. Dann ist das auch leer. Deswegen dachte ich mir, das nehme ich einfach auch mit. So. Sonne. Thema Sonne. Sonnenschutz. Da habe ich zwei Produkte eingepackt, weil sie recht klein sind. Ich habe einmal von Lille Canin das 30er Sonnenspray für den ganzen Körper. Das ist ohne Duft. Das hatte ich auch letztens in einer Goodiebox drin. Habe ich noch nicht getestet, dachte ich mir, nehme ich mit. Und von Dr. Botanicals Apothecary Limited Edition habe ich die SPF 30 Body Cream auch noch am Start. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert und die war auch aus der Goodiebox, bin ich der Meinung. Also ich benutze viele Sachen aus der Goodiebox sehr, sehr gerne, wie man merkt. Also ich bin richtiger Fan und die habe ich auch noch nicht ausgetestet. Und Sonnenschutz ist wichtig. Beim Camping ist man viel draußen, wenn das Wetter mitmacht. Hoffentlich. Ja, riecht ganz angenehm. Ja, doch. Lässt sich gut verteilen. Die nehme ich sehr gerne mit. Genau, da haben wir dann den Sonnenschutz. Und falls ich dann vielleicht doch mal ein bisschen zu viel Sonne irgendwie auf den Schultern oder so bekommen habe, habe ich mir eine Aftersun noch eingepackt. Und zwar von Respire oder Respire. Es ist made in France, also wird es wahrscheinlich Respire heißen. Ich weiß es nicht genau.
die natürliche After Sun Lotion. Ja, eine frische und leichte Formulierung. Nach was riecht die denn? Ah, da ist Aloe Vera mit drin. Richtig gut. Und da ist irgendwie ein spezielles Wasser drin, soweit ich das hier sehen kann. Und Seetang, glaube ich. Ich kann nicht wirklich, Mikroalge ist drin. Also ja, irgendwelche Seetang-gedönste Sachen. Ich kann ja nicht wirklich Französisch, deswegen, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich denke, es wird ganz cool werden. Und ich denke mal, die werde ich auch aufgebraucht kriegen. Ich glaube, die ist, ich glaube, die habe ich schon mal benutzt. Ich weiß es nicht. Sie fühlt sich nicht so ganz voll an, aber naja. Genau. Und dann ist mein erstes Taschel schon mal leer. Das war Haar- und Körperpflege. Also ich habe wirklich versucht, mich am Riemen zu reißen. Ich habe, als ich das erste Mal die Taschen gepackt hatte, hatte ich 4 Stück. Und dann dachte ich mir, ah komm, jetzt übertreib's mal nicht. Ey, du gehst nur campen. Ja, das ist kein zweites Zuhause. Das ist, oder beziehungsweise du gehst nicht in ein Ferienhaus, wo du übermäßig viel Platz hast. Und du gehst auch nur eine Woche. Also halte den Ball flach und mach ein bisschen weniger. So, das ist ein bisschen weniger für mich. Nur so zur Info. Wahrscheinlich für andere ist es immer noch übertrieben viel für eine Woche Camping, aber ein bisschen Luxus in Form von guter Körperpflege oder Haarpflege möchte ich doch gerne mitnehmen. Schließlich habe ich Urlaub, möchte mich entspannen, ne? So, kommen wir zur Gesichtspflege. Diese Tasche ist nicht minder schwer als die erste und auch diese ist relativ voll. So, es ist natürlich jetzt unsortiert hier drin, deswegen ich greife halt mal irgendwie einfach rein. So, was habe ich denn hier zum Thema Gesichtsreinigung? Genau, also zum Thema Gesichtsreinigung habe ich mir von Avant das neue Produkt eingepackt, das in meine Sammlung gewandert ist. Nämlich dieses Cleansing Gel mit blauem Vulkanstein. Das soll klärend sein und antioxidative Eigenschaften haben. Also ja, von daher dachte ich mir, ich probiere das sehr gerne aus. Ist doch jetzt perfekt für den Urlaub die Größe. Wir haben 50 Milliliter. Und da ich das noch nicht kenne, bin ich sehr gespannt. Und als Schaumreinigung hinterher nehme ich meinen Balea-Schaum mit meinem milden Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Ich habe zwar keine trockene Haut, aber sensible und für mich funktioniert der Schaum richtig gut. Deswegen, der ist noch zur Hälfte voll. Da dachte ich mir, komm, den nehme ich mit. Da weiß ich, ich vertrage den, da laufe ich nicht Gefahr, dass ich irgendwelche Hautreaktionen kriege. Von daher. So, weiter geht's mit Zahnpflege, würde ich mal sagen. Da kann man ja nicht viel zu sagen. Ich habe meine Zahnbürste, meine Oral-B. Wie heißt die? X-Zwischenzahn oder so ähnlich ist es, glaube ich. Die habe ich ja immer. Als Zahncreme habe ich eine dabei, die ich eigentlich nicht mag. Die ich aber halt aufbrauchen möchte. Ich möchte sie jetzt dann rausschmeißen. Deswegen nehme ich sie mit und gucke, ob ich sie halbwegs leer kriege. Hälfte ist noch drin. Und zwar handelt es sich da um die Pearl Weiß Supreme Whitening Zahncreme. Diese Up White, ja, mit diesem US Baking Soda drin, also mit diesem Backpulver. Und die macht ein etwas komisches Mundgefühl. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als ich Teenager war, da hat man sich, um sich die Zähne weißer zu machen, hat man sich ein bisschen Backpulver auf eine nasse Zahnbürste aufgetragen und hat sich damit die Zähne geputzt. Man muss dann natürlich gucken, dass man es nicht runterschluckt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trick kennt, ob ihr den damals vielleicht auch gemacht hattet, als ihr jünger wart. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist halt auch so Backpulver drin, um dieses Whitening ein bisschen zu unterstützen. Das schmeckt aber so ein bisschen salzig, finde ich. Und das ist das, was ich so unangenehm finde. Deswegen benutze ich die ungern. Jetzt nehme ich sie mit in Urlaub. Und wie gesagt, ich möchte sie halt einfach leer kriegen und mal schauen, wie weit ich dann in der einen Woche mit morgens, abends damit putzen komme und was ich dann als Abschlussurteil sagen kann zu der Zahncreme. Also ja, momentan, ich hätte sie nicht nachkaufen, aber wie gesagt, leer machen sollte schon funktionieren. Dann habe ich natürlich noch mein Zahnband dabei von John Tudent, extra gleitfähig. Das kaufe ich mir immer wieder nach, weil ich Zahnseide nicht mag. Ich hasse Zahnseide. Die reißt bei meinen Zahnzwischenräumen immer oder schneidet mir ins Zahnfleisch. Und das passiert mir bei dem Band nicht. Das ist unglaublich stabil, das tut mir nicht weh und das reinigt trotzdem schön die Zahnzwischenräume. Deswegen, das ist ganz wichtig, das geht natürlich auch mit. So, genau, das war das Thema Gesichtsreinigung und Zahnpflege. Dann machen wir mal weiter. Ich habe, falls die Duschen da dauerbesetzt sind oder schlecht sind oder was weiß ich schlecht schlafe,
Wie auch immer, habe ich mir ein Notfall-Batiste mitgenommen. Das hatte ich ja auch in der Goodiebox jetzt die Tage drin. Und das ist das Trockenshampoo Blush Flirty Floral, also zufälligerweise sogar meine Lieblingssorte. Das ist doch die perfekte Reisegröße für den Notfall. Das packe ich definitiv ein. So, es geht weiter. Was machen wir denn? Gesichtspflege. Wir fangen mal an mit Serien. Ich habe an der Zahl 2 Stück eingepackt. Ich habe für morgens von Fix & Rouge das Fortify Serum. Das ist das in dieser schönen gelben Glasflasche. Das hat, soll gegen blaues Licht und Verschmutzungen schützen. Es hat Niacinamide und Hyaluronsäure drin. Perfekt für den Morgen. Das soll helfen, gegen Zeichen des Photo-Agings abzuschirmen. Das stärkt und glättet den Hautton. Das schützt gegen täglichen oxidativen Stress und soll vor Umweltschäden schützen. Und es soll natürlich die Haut zum Strahlen bringen. Das hydratisiert und polstert auf. Es beruhigt. Und sorgt dafür, dass man keine Feuchtigkeit verliert. Und da ist auch noch Raspberry Leaf. Da ist Himbeerblatt mit drin, Aprikose und Zitronenextrakte. Und ist auch noch Peterproofed. Also das kann anscheinend eine ganze Menge. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ich liebe dieses Fläschchen. Ich finde es wunderschön. In diesem Gelb. Ja. Das Serum an sich ist milchig. Sieht aus, als hätte es einen leichten Glow-Faktor drin. Ich bin gespannt. Das habe ich für morgens. Und für abends habe ich von Nivea Q10 Anti-Wrinkle Expert das Dual Action Serum. Das habe ich ja bekommen als Nivea-Botschafterin. Ich glaube, so ein bisschen, also ein Drittel habe ich schon benutzt. Und das möchte ich für abends nehmen. Das ist ein sehr schönes, cremiges, reichhaltiges Serum. Das soll, Q10 soll natürlich Anti-Faltenwirkung haben. Und ja. Ich liebe den Duft, ich liebe die Konsistenz und jetzt bin ich auf die Wirkung sehr gespannt. Ja, Gesichtspflege mache ich auch im Urlaub sehr gerne, weil da habe ich dann natürlich auch die Zeit dafür. Oh, ich liebe den Duft, das ist so schön Nivea. Ich liebe den Nivea-Duft. Oh, es lässt sich schön verteilen, es erfrischt so ein bisschen, es zieht gut ein und deswegen, ich bin gespannt. Als Creme habe ich für tagsüber ebenfalls aus der Antifalten Richtung die Q10 Antifalten Power straffende Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30. Finde ich mega gut. Würde ich mir wünschen, dass alle Tagescreme-Hersteller mittlerweile einen Lichtschutzfaktor einbauen, weil es mega praktisch ist, braucht man keinen extra Sonnenschutz im Gesicht. Tippitoppi. Die riecht natürlich auch wunderbar. Die hat eine sehr reichhaltige Konsistenz. Das sieht man auch. Die ist so richtig schön cremig und ja. Die ist schön, die ist schön. Die könnte ich mir aber gut vorstellen, dass die für manche für tagsüber zu reichhaltig ist. Gerade vielleicht für Leute, die zu wirklich öliger Haut neigen, ist die, glaube ich, jetzt für den Sommer zu viel. Das duftet so gut. Ich nehme sie sehr gerne mit und probiere sie weiter aus. Ich habe sie bisher nur kurz getestet und jetzt möchte ich sie gerne dann über den Urlaub weiter testen. So, und für abends habe ich natürlich auch eine Creme. Da habe ich wieder einen Preiskracher eingepackt und zwar von Avant. Die Vitamin C Hydrolog Night Reset Mask, die ich mir in meine Build Your Own Box gelegt hatte. Zweimal. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Creme. Ich habe mir schon in den Kommentaren sagen lassen, dass die sehr gut sein soll. Und ich freue mich drauf, sie abends zu benutzen. Die ist mit Vitamin C, süßer Mandel, marinem Kollagen, Avocadoöl und dann noch diverse Sachen, die ich nicht kenne. Aber die ersten Ingredienzien, die sprechen mich schon sehr an. Deswegen, ich freue mich drauf, sie zu benutzen. Also ich denke mal, ich bin sehr gut ausgestattet für dieses Camping eine Woche lang. Achso, ich habe ganz vergessen, zwischendurch schiebe ich euch noch ein Deo rein. Und zwar von Nivea Joy of Life habe ich ebenfalls als Botschafterin bekommen, den Deo-Roller. Der Duft ist mega, mega schön, nach Rosen und Lilien. Und ja, soll 48 Stunden Schutz bieten. Ich bin gespannt, tue mich mit Rollern schwer, aber ich teste sehr gerne aus. So, weiter geht's in der Pflege. Ich habe noch eine Augencreme eingepackt und zwar von Alcina, die Augen- und Lippencreme. Die habe ich noch nicht benutzt. Die ist noch original verschlossen. Auf die bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt.
Ich weiß gerade nicht mehr genau, was die können soll. Höchstwahrscheinlich soll sie einfach schön die Falten aufpuffern und vielleicht gegen dunkle Augenringe helfen, was ich Gott sei Dank nicht so habe. Aber ich freue mich einfach immer über eine schön reichhaltige Pflege um die Augen rum. Mir sind diese festeren Konsistenzen, diese reichhaltigen Sachen wesentlich lieber als die wässrigen Konsistenzen. Da habe ich immer das Gefühl, das pflegt nicht ganz so gut wie das reichhaltigere. Und deswegen wollte ich die jetzt einfach zum Ausprobieren mal mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. So, gut. Dann habe ich natürlich noch, weil man ja beim Camping alles mit den Händen spült, kriegt man ja vielleicht gerne mal ein bisschen trockene Hände oder strapazierte Hände. Deswegen habe ich eine Handcreme eingepackt. Und zwar von Tengen GC, die Yuzu. Ebenfalls aus meiner Build Your Own Box. Ihr seht schon, ich teste viel aus meinen Goodie-Boxen wirklich sehr, sehr gerne aus. Deswegen, die darf mit. Die hat diesen zitrischen, frischen Duft nach Yuzu. Und ich glaube, das ist genau die richtige Konsistenz. Die ist pflegend, aber nicht zu reichhaltig. Die ist also auch für tagsüber sehr gut geeignet, weil sie gut wegzieht. Und ja, ich bin gespannt. So, und jetzt haben wir nur noch ein paar Sachen hier drin. Und zwar, das war jetzt alles Thema Gesichtspflege. Jetzt kommt noch Schminke. Ich fahre in Urlaub. So. Ich fahre Camping. Und ich werde mich wahrscheinlich gar nicht schminken. Habe ich mir überlegt, einfach meine Haut ein bisschen ausruhen lassen. Und ganz ehrlich, was muss ich auf dem Campingplatz geschminkt rumlaufen? Gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn wir vielleicht mal abends essen gehen möchten, möchte ich schon ganz gerne eine Kleinigkeit machen können. Deswegen, ich habe genau 3 Make-up-Produkte eingepackt. Ja, mehr ist es nicht. Und zwar habe ich von Trended Up meine Magic Face Perfection Cream eingepackt mit Niacinamiden und Lichtschutzfaktor 30. Die liebe ich sehr. Ja, meine Haut ist momentan ziemlich gut und das heißt, ich kann auch was Leichteres tragen. Ich muss momentan keine schweren Foundations tragen, um ein halbwegs ebenmäßiges Gesichtsbild zu bekommen. Deswegen, ich nehme nur die mit. Ich nehme keine Foundation mit, nichts anderes. Die ist sehr, sehr gut, die passt sich dem Hautton an, die pflegt schön und ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Und um das Ganze abzupudern, nehme ich meinen Essence All About Matte mit, mein Klassiker sozusagen, den ich schon seit Jahren benutze. Und dazu meinen neuen Pinsel von Skoon, der Powder Brush, der ja ebenfalls in der Goodiebox drin war. Und ja, ich habe ihn noch nicht getestet, er wird jungfräulich mit in den Urlaub gehen. Und eben damit mir hier nicht die Borsten verknicken in meiner Tasche, packe ich den auch wieder in sein Netz, damit er schön aufgeräumt und sauber ist. So, schön wieder eingepackt. Und zu guter Letzt nehme ich eine Mascara mit. Ja, und das ist meine Essence Lash Like a Boss Instant Volume and Length Mascara. Die habe ich schon eine Weile. Das ist eine schöne Alltagsmascara, die ein schönes Volumen macht, aber nicht zu übertrieben ist. Und genau, das ist es dann. Ich zeige euch das Bürstle. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Es ist ein leicht geschwungenes Faserbürstchen. Ganz normales, klassisches, geschwungenes Bürstchen. Ja, und das sind meine Sachen, die ich mit zum Glamping nehme. Es ist gar nichts, also es ist viel, ja. Es gibt wahrscheinlich Leute, die würden sagen, sie nehmen halt eine Creme mit, eine Sonnencreme, eine Zahnbürste und einen Waschlappen, so sinngemäß. Und es ist auch vollkommen okay. Ja, jeder so, wie er möchte. Ich möchte gerne meine Produkte testen. Ich nutze gerne den Urlaub für Luxusmomente, auch beim Camping. Ja, wir haben ein kleines Badezimmer im Wohnmobil und ich denke, da werde ich jeden Morgen und jeden Abend ein bisschen Pflege machen können. Ich freue mich sehr drauf und ich sehe gerade, ich habe was vergessen zu zeigen. Das war es ja noch gar nicht. Tut mir leid. Ich muss euch noch meinen Sonnenschutz fürs Gesicht zeigen. Ja, in Theorie brauche ich es wahrscheinlich nicht, weil ich ja meine Lichtschutzfaktor 30 Tagescreme habe. Aber je nachdem, wie heftig die Sonne runterbitzelt, sollte man dann ja auch mal nachcremen. Da liebe ich die Ultrasun SPF 30 Face Cream, die auch noch Anti-Aging-Ingredienzien drin hat, was ich natürlich geil finde. Die hat eine ganz tolle Konsistenz, ultra leicht und die würde sogar unter Foundation perfekt sitzen, was ich jetzt ja nicht mitnehme. Also die kann ich immer wieder empfehlen, die habe ich mir auch selber nachgekauft schon, auch wenn die wirklich teuer ist. Ich glaube, die kostet 30 Euro oder so, aber die hält auch lange und die ist wirklich wunderbar. Und das ist jetzt ja aber das letzte Produkt. Ich habe mir einen Toner abgefüllt. Ich habe mir in meine I Want You Naked Mini Glasflasche, die ich aufgehoben habe, habe ich mir den Detox Toner von Nao Bay reingemacht. Warte. Wo habe ich ihn? Eins weiter unten habe ich ihn. Hier. Da. So.
Das ist der Toner, den hatte ich ebenfalls letztens in der Box drin. Detox Unpolluted heißt der. Das ist ein energetisierender Gesichtsnebel, also Toner, mit Aloe Vera, Apfel und Blaubeeren. Wollte ich auch unbedingt ausprobieren, war mir aber natürlich zu groß zum Mitnehmen. Deswegen habe ich ihn mir umgefüllt in die kleine Sprühflasche. Ich liebe Toner zum Sprühen sowieso. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was denn der kann. Jetzt sind wir aber fertig. So, wie verreist ihr? Geht ihr auch Camping? Liebt ihr Camping? Seid ihr eher die Hotelfans, die Ferienwohnungfans oder einfach die, bleibt ihr lieber gerne zu Hause? Wie ist es bei euch? Also da bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr verreist, nehmt ihr viel mit oder seid ihr wirklich minimalistisch unterwegs? Freue mich sehr gerne über eure Gedanken und Meinungen dazu und auch gerne, gebt mir gerne ein Feedback zu den Produkten, die ich jetzt eingepackt habe. Die meisten kenne ich ja noch nicht wirklich oder viele davon sind Neuland für mich und deswegen bin ich mega gespannt drauf. Und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video schauen werdet. Und ich verlinke euch hier meinen Kanal und hier verlinke ich euch eine Überraschungsplaylist zum Stöbern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.